Meine erste Aktion ist, aus dem Weg zu gehen, von der Tür weg, weil ich stehe, glaube ich, gerade mitten im Weg und die ganzen Nahkämpfer müssen eigentlich mal raus und stirbt die anderen sofort. Ja, Attacke bzw. Aktion Position, das ist eine Aktion, dann stehst du zumindest nicht mehr in der Tür und dann da, wo du jetzt gerade bist, draußen. Nächste. Nicht dran? Nein. Eldern, so. Nächste Aktion. Achso, ja, dann organisiere ich, dass meine Befleckten in meine Nähe kommen und sie nicht sofort rausstürmen. Gut, dann holen die, dann kommen die gleich auf dich zu. Ja, die müssen ja auch irgendwann mal nachrücken. So, dann sind die Magdalena dran. Möchte jemand vorziehen? 3, 2, 1, alles klar. Magdalena, ja, stürmen dann auf euch zu. Und versuchen dann eben auch den... Keiner von denen ist gestorben. Nee, also das sind ganz normale Bogenschützen. Zwei Stück waren hier oben nur positioniert. Und dementsprechend, die sind nicht verwundet. Die haben nicht mal eine Wunde mit ihrer Rüstung. Achso, ich dachte, die anderen Bogenschützen haben auch alle aus den Fenstern geschossen. Achso, das war auch meine Idee. Aus den Fenstern. Ja, alle Bogenschützen haben eins, geschossen. Eins, zwei, drei, vier Stück zumindest. 20. Dann, genau, 20 Stück. Dann machen wir das einfach mal. Passen ja aber auch nicht alle ans Fenster, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, das wird dann schon wieder ein bisschen kritisch. Dann nehme ich euch hier vorne die weg, brechen die tot zusammen und hier hinten nochmal. Das soll okay sein. Ich verwandle noch kurz in Objekte. Dafür ist der Hinterhalt ja da. Dann stürmen die anderen. 1, 2, 3. Auf euch zu. Und hier hinten zwei Stück noch, die überlebt haben. Die wollen dann hier die Schützen am Fenster frühstücken. Dafür ist Falkenbauer ja da. Ja, die müssen aber auch erstmal aus der Tür. Oder sollen die einfach nur decken und dann drin bleiben? Ich kann mir vorstellen, dass links und rechts jeweils eine Gruppe zum Decken gelassen worden ist. Gut. Dann wobei stimmt. Die Befleckten ja auch noch da sind. Die Befleckten werden aber auf jeden Fall rausstürmen. Das stimmt. Okay, Magdalena, laufen jetzt 1, 2, 3 und 1, 2. Die sind hier egal. Weil diese hier könnten noch wichtig sein. Dann, ja, Eldern Gorbas ist gerade rausgelaufen. Dann eine auf Eldern Gorbas. Die anderen beiden stürmen in die Tür rein. Kiaras und Abelmir, steht ihr vorne? Ich würde den gerne entgegenführen, dass sie nicht direkt in der Tür stehen. Ich würde den halt wirklich... Ich bin ja mit Jalan raus und würde die dann praktisch vorher schon abfangen, damit die anderen hinter mir rauskommen können. Gut, das heißt, die laufen auf euch zu und dann könntest du vorziehen. Aber Eldern Gorbas wird auf alle Fälle angegriffen. Ja, ich glaube, ich kann nicht mal parieren, oder? Meine Leute zu mir rufen ist eine Aktion, richtig? Du kannst mit zwei freien Aktionen sechs Worte sprechen. Genau, richtig. Also das ging auf alle Fälle noch. Sie sagt einen Sturmangriff an, warum nicht? Schauen wir mal nach. Magdalena, Attacke 19, Sturmangriff ist plus 4, dann rennt sie auf dich zu. Das ist nicht geschafft. Und schlägt mit dem, was ist das, Streitaxt, schlägt sie auf dich ein, du kannst dich ducken und sie taumelt dann so ein bisschen, du stellst dich von der Ecke, einen kleinen Schritt hüpfst du nach vorne, sodass sie dann die Streitaxt hier in diese Ecke reinhaut, dreht sich wutentbrannt um. Und wird dann in der nächsten Aktion dich in Scheibchen schneiden. So, dann sind die Magdalena da durch. Die hinten werde ich nicht auswürfeln. Das wird ein kleines Gemetzel werden. Schauen wir mal an, was da dann passiert. 18 ist durch. Abelmir, 19. Ich würde gerne Blitzlichtfind auf diese vorderen drei Amazonen werfen. Gefallenen Amazonen werfen. Erschwerendes plus 3 plus Magieressenz. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, Johnny, du hast recht. Die beiden müssen noch handeln. Das machen wir gleich, wenn Eldern, wenn Kiaras da noch dran ist. Der wollte vorziehen. Also wenn die keine Magieressenz von 8 oder mehr haben, dann habe ich es geschafft, die zu blitzen. Ja. Beide? Wen ist denn geblitzt? 3. Alle 3, oder? Ich habe ja plus 3 geworfen. Plus Magieressenz. Genau. 8. Anzahl der Magdalena plus die höchste Magieresistenz. Genau. Wenn sie 8 haben, dann ist misslungen, wenn nicht. Aus dem Teilerfolg, ja. Genau. Dann bleiben bei einer Magieresistenz von 6 bleiben 2 Punkte übrig. Was passiert dann mit denen? Sie werden für 6 Runden geblendet. Kampfrunden oder Aktionen? Bei 2 Sternchen? Ja.
Nee, bei ZFW zählt ja. Blitzlicht Wind geht auf ZFW. Muss nur durch. Also zumindest, ja. Das heißt Stopp, halt, Stopp, Abzüge von ZFP auf Attacke Parade verteilt. Und also verliert ja. Ein Punkt Attacke Parade? Genau. Und auf Talente verliert sie auch ebenfalls ZFP. Gut. Aber für 6 Runden, ja, ZFW, wirkst du aus ZFW halber Kampfrunden. Ja. Sie verlieren aber noch ZFW-Initiative. Genau. Wie viel ist das? 12. Wow, krass. Dann sind sie auf der 4, ne? Mhm. Ja. Okay. Ja, das war die erste Aktion von Abelmir. Zweite Aktion? Das Flammschwärzen. Flammschwärzen. Gut. Chiaros. Sekunde. Ich muss gerade würfeln. Mach mal ein bisschen. Genau, mit Ritualkenntnis. Chiaros. Du wirst angegriffen von 2 Magdalena. Ja, ich lasse sie angreifen. Zur Not wandle ich meine Angriff auch noch in Parade. Ich binde. Ja, 2 Sturmangriffe, die dann auf dich kommen. Die AT ist minus 1. Ist das noch minus 1? Die haben noch schon angegriffen. Nein, die haben noch nicht gewürfelt. AT ist minus 1. Ich hab bloß diese eine habe ich gewürfeln lassen, die anderen beiden noch nicht. Aber die müssen ja schon ihre Sturmangriffe gewürfelt haben, das ist ja nur ein Fehler von dir. Weil die ja initiativtechnisch schon angreifen mussten vor dem Magier und der hat nicht vorgezogen. Also haben sie keine Attacke minus 1. Gut, er hatte nicht Stopp gerufen. So, dann würfel ich jetzt einmal den Sturmangriff aus. Der sieht, Chiaros sieht das auf alle Fälle auf sich zukommen. Das ist, wir haben eine 19. 19 plus 4, ne? Dann ist das mit der 14 einmal geklappt. Chiaros steht Sternis auf die Parade? Nein. Sturmangriff nicht. Chiaros steht aber für den ersten Verband nicht geschafft und einen Passierschlag zu. Das ist richtig. Wunderbar, dann. Passierschlag ist nur eine Freiaktion. Die gegen mich stürmt und trifft, die binde ich. Pariert. Mhm. Und die andere passiert, schlage ich. Das ist noch eine freie Aktion. Wie viel Schwert hat denn passiert bei gegen sie? 8, weil die Aufmerksamkeit haben werden. Treffe. Dann Schaden. Wie gesagt, sie haben Sturmangriff gemacht, kann da auch nicht parieren und läuft dann weiter auf den Eingang zu. 10 Schaden auf den Schildern. Okay, sehr gut. Läuft wie gesagt weiter. Wunderbar, dann habe ich meine zweite Parade nicht gebraucht. Dann greife ich mit meiner Attacke die an, die ich gerade pariert habe und haue ihren Tod von links ins Gesicht. Mhm. Sie ist gebunden. Ja, ich krieg minus 4 auf die Attacke. Widerstehe ich, komm schon. Ja, habe ich immer noch nicht. Oh. Aber ihre Parade ist auch um 4 erschwert. Sie hat keine Parade. Sie hat Sturmangriff angesagt. Ja, kriegt ihr Schaden. Acht Schaden auf die 7. Mhm. Chiaros ist mit der 21 durch. Oder wolltest du noch eine... Tod von links trifft nicht. Gut, ich glaube, dafür kriege ich jetzt nicht mehr meine Erleichterung aus dem Binden, oder? Nee, ich glaube nicht. Attacke. Kriegst du nur für eine Attacke. Wunderbar, ja. Ne, dann trifft das zweite nicht. Ömer, 23. Ja, Ömer hört vorne den Lärm. Ömer orientiert sich mit einer Aktion. Mit einer anderen Aktion wieder laufen. Das sind dann 8 Meter. Da, Ömer Kampf und Fähig. Ja, bist immer noch versteckt mit deinen X-Sternchen, was auch immer, und kannst irgendwann mit einer Erleichterung von 8 dann angreifen, wenn du noch nicht im Kampf bist. Gut, dann nächste Kampfrunde. Die Magdalena und Nata, die geblitzt sind, sind als erstes dran. Müssen zumindest als erstes handeln. Irgendjemand vorziehen? Eltern? 3, 2... Geht da eine vor mir von den Geblitzten? Eine, ja. Also, ja, dann möchte ich die auch nochmal blitzen. Also ich schmeiß auch nochmal Blitz, ich finde, ins Gesicht. Kann man doch aber nur blitzen? Ja, der bessere wird aber dann, der bessere überschreibt den anderen. Richtig. Ja, das ist mein Plan. Gut, dann hau rein. Eine Aktion dauert der. Das sieht zumindest besser aus, weil die nur eine MR von 6 hat, also 2. 2, ich glaube, da fällt ihre Initiative. 2 Punkte.
Nochmal. ZFE fällt die Initiative. Ja, aber sie ist schon auf um 12 gefallen, also fällt sich jetzt nur nochmal um die zusätzliche. Hast du geschrieben, oder? Dann ist sie bei 2. Das Falkenbanner möchte gern vorziehen. Das Adlerbanner meine ich. Ja, können die. Sind die hier schon im Nahkampf oder können die noch schießen? Moment. Wir müssten erst noch durchs Fenster durchklettern. Die sind da eben in einer Aktion durchgesprungen und versuchen die jetzt im Nahkampf zu schlachten. Gut, dann möchte der Sadlerbanner sich doch ganz gern zurückziehen. Ja. Damit das Falkenbanner mit Schilden vorne steht. Diese Einheit sieht dann entsprechend auch rückt nach vorne und nimmt den Kampf auf. Okay. Dann ist das Adlerbanner hat sich bewegt, Aktion Position und auch das Falkenbanner nach vorne pariert für die, damit die da nicht fallen. Nötig. Gut, dann hast du die 12 mit dem Falkenbanner und den Schützen durch. Immer noch Magda Dayanata mit der 2. Dann wird jetzt Eldar angegriffen. Ich glaube bei der 2... Eldar, Reflekten können da noch vorziehen, oder nicht? Wenn du willst, können sie jetzt auch aus der Tür raus hier. Ja, mich vielleicht retten. Oder die Alte angreifen. Mir egal, wie sie es machen. Wir machen die jetzt mal ein bisschen kleiner. Ja. Also wenn die jetzt natürlich durch die Tür kommen, ich weiß natürlich nicht, wenn da jetzt noch irgendwer drin steht, kommen die natürlich nicht instant durch, aber... Ja, Abel, mir steht auf alle Fälle noch ein bisschen... Kann einen Schritt zur Seite machen. Steht auf alle Fälle noch ein Schritt zur Seite. Gut, Eldans Befleckte ziehen vor und möchten dann für dich parieren oder sie in Scheibchen schneiden. Das sind zumindest kann sie dann mit, ich sag mal, 3 bis 4 Befleckte können dann zuschlagen, die anderen werden da nicht ranpassen. Ja, natürlich ist das ein Selbstmordkommando, also greifen die natürlich an. Ja. Dann würfel mal mit 4W20. Geht sogar. Ja, die Magdalenata möchte nicht parieren, sondern sie will auch angreifen und würde gerne dich angreifen. Haben wir fast gedacht. Aber ihr Schaden kommt erst durch, wenn... Ich kann schon mal würfeln. Schaden kommt trotzdem erst, nachdem die anderen vorgezogen haben, durch. So, dann würfeln wir bitte Schaden von... Wie viele haben getroffen? Alle. Weiß nicht. Was benutzen die für Waffen? Säbel? 1W6 plus 3? 1 plus 4. Amazonensäbel. Moment. 4 plus 4 sind 8. Da kommt ein bisschen was durch. 4 plus 4 sind 8. Und die 6 plus 4... 10. Das ist keine Wunde. Das heißt, sie muss keinen Wundschmerz testen. Sie sind sowieso... sie bekommen keine Einbuße durch schwere Treffer. Das ist ein Backgeschenk von ihr. Die unmenschliche Selbstbeherrschung. Das heißt, du kannst ihr Schaden machen. Das ist nicht so viel, weil die Rüstung tragen. Aber jetzt kommt der Schaden von der Streitaxt auf dich. Kann ich das parieren? Ja, oder? Du kannst es parieren, ja. Ja, gut, dann probiere ich das. Nein. Sehr gut. Schaden. Achso, hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Ja, 10 Schaden. 10 Schaden von der Streitaxt. Wo? Schauen wir mal nach. Ich muss gerade eine Trefferzonenwürfel mehr organisieren. Fein. Gut, danke. Ja, dann habe ich eine Wunde. Sehr gut. Selbstbeherrschung. Die erste. Warte mal, meine Konsti muss überschritten werden für die zweite Wunde, ne? Ja. Was hast du für eine Konsti? Genau drauf bist, wenn du genau Konsti drauf bist, 11. kriegst du keine zweite Wunde. Selbstbeherrschung, ein Schwert. Deine Konsti ist 11. Dann, ne, das ist Schwimmen. Ach, sorry. Also, deine Selbstbeherrschung ist 11, 11 halbe sind 6. Du würfelst einmal ein Schwert um Schaden über Wundschwelle. Ja, das nicht gelungen. Liege ich auf dem Boden und schreie. Nein, das heißt, du bekommst die Wunde. Nein, die erste ist, um stehen zu bleiben. Die erste ist, um stehen zu bleiben. Okay, sorry, dann. Die zweite ist, um sie zu ignorieren. Aber du musst sie gar nicht ignorieren, wenn du die erste sowieso nicht schaffst. 1W6 plus 3 Kampfrunden lang, kampfunfähig. Ja, warte. Wenn mal jemand so eine 7 dahin malen, mach ich das selber. Du gehst oben beim Zeichnen-Tool, also neben dem Zeigen-Tool, auch das Zeichnen und bei T. Bei T kannst du was reinschreiben. Gut, damit ist die Magdalenata auf der 2 durch. Dann haben wir noch die auf der 4. Die möchten angreifen und zwar die eine auf Kiaras wandelt um und schlägt zweimal zu und die andere auf Abelmir wandelt um und schlägt zweimal zu. Sie ignoriert mich.
Kann ich vorziehen? Du kannst vorziehen, na klar. Die sind auf der 4. Achso, Entschuldigung, die haben sowieso nur einen Angriff bei der 4. Die, ja, schlagen einfach ein, also beide schlagen einmal zu. Du ziehst vor. Dann ich will vorziehen und schlage ihren Rücken. Muss okay. Ich vorziehen? Entschuldigung, einmal warte. Kiaras aus die 21. Wenn ich sehe, dass sie mich ignoriert, dann will ich sie schlagen. Ich mache einen Schritt, so einen Schritt zurück, dass sie mir im Rücken steht zumindest. Während ich mich auf die Form jetzt konzentriere, haue ich dann so nach hinten, um sie abzulenken, um die andere wieder auf mich zu ziehen. Also du möchtest beide in Anführungsstrichen tanken? Ja. Genau. Ja, du müsstest dich einmal umdrehen. Ich habe genug freie Aktion. Das ist richtig. Dann kannst du ihr in die Seite schlagen, das ist eine minus 3. Das Problem ist, dann hast du auch eine Seite präsentiert. Damit kann ich leben. Ja, kannst du Schaden machen. Wie gesagt, sie kann nicht parieren. 12 Schaden. 12 Schaden, okay, das ist gut. In das rechte Bein. Selbstbeherrschungsprobe muss sie trotzdem nicht würfeln. Selbst wenn sie Wunden kriegt, auch sie hat eine übermenschliche Selbstbeherrschung. Ich haue ihr ins Bein und drehe mich dann wieder so zu anderen, dass ich deren Schlag dann parieren kann. Wahrscheinlich mit der Schwernis aber her. Wirst du mit einer Aktion Position hinkriegen, aber nicht mit einer freien Aktion. Dann nehme ich einfach nur die Erschwernis für den Schlag in die Seite. Gut. So. Aber halt mich dann so seitwärts, dass ich beide im Blick habe, dass ich potenziell beide parieren kann. Dann wollte Abel mir vorziehen. Ich wollte mal die vor mir steht, blitzen nochmal. Nochmal blitzen. Mhm. Klar, hilft viel. Viel hilft viel. Aua. Diesmal gelungen mit 12, also sie verliert 6 Punkte auf Attacke und Parade. Nee, du verlierst erstmal 6 Punkte, weil sie 6 am R hat, das heißt, die verliert 3 Punkte Attacke und Parade. Nein, für ZFP-Punkte. Ja, von Attacke und Parade aufgeteilt, oder nicht? Genau, auf Attacke und Parade. Also, ich habe ja 12 Punkte übrig. Aber du hast keine 12 Punkte übrig, jetzt am R von 6, hat der Meister gesagt. Ach so, ja, stimmt, hast recht, sorry. Dann sind es 3 Punkte. 3 Punkte Attacke, Parade, wie gesagt. Ja. Dann ist sie jetzt bei der 1. Ne? Der alte Buff wird überschrieben. Genau. Der alte wird überschrieben und dann fährt sie von der 4 auf die 1, meine ich. Oder ist sie dann komplett bei 0? Sie ist jetzt momentan bei Minus und verliert deswegen eine permanente Aktion, solange bis sie sich orientiert. Sie kann sich aber nicht orientieren, solange der Blitz sich find läuft. Das ist richtig, also sie greift sich an die Augen, schreit, kreischt. Du siehst wohl auch, wie Blut aus ihren Augen läuft. Ja, damit ist sie auf alle Fälle bei Null. Kann quasi gerade nichts tun, solange der Blitz wirkt. Das ist zumindest ziemlich krass. Das war deine erste Aktion. Willst du noch was tun? Ich würde... Komme ich noch an sie ran und muss schlagen? Oder sie will dich auf alle Fälle auch schlagen. Kann sie jetzt nicht, aber sie steht auf alle Fälle dann Sie hat noch eine Aktion pro Kampfrunde. Sie kann sich also entscheiden, die Parade aufzugeben und noch zuzuschlagen. Wenn sie bei 0 ist, kann sie, glaube ich, gar nichts mehr machen. Nein, das stimmt nicht. Sie verliert eine Aktion. Und sie hat dann noch eine Aktion übrig pro Kampfrunde. Bei negativer Initiative. Okay. Also sie wird nach dir schlagen, auf jeden Fall. Ja. Mit dem Flammenschwert, wie gesagt. Hä? Ach so, halt, stopp, falsch. Muss erstmal. Attacke, ja. Das sieht gut aus. Getroffen und mit 1W plus 5. Schaden hast du schon gewürfelt, nehmen wir die 6. Ach so. Plus 5 dann. Ja, okay. Macht das Flammenschwert irgendwie Zusatzschaden? Oder irgendwelche temporären, sekundären Effekte? Ja, ab 10, glaube ich, verliert sie den Rüstungsschutzpunkt, aber ist ja nicht in. Top. Bei 10 drüber, ja. Ich hab 11 Trefferpunkte, wie gesagt. Okay, Kiaras ist durch. Dann hat das vorgezogen. Die Amazone auf der 0, die jetzt vor dir steht, hiebt ohne zu schauen nach dir. Sie ist, wie gesagt, geblindet. Blut, was aus ihr aus den Augen läuft. 15 schafft sie nicht. Mit dem neuen Buff. Dann. Ja, 3 Punkte Attackeverlust. 3 Punkte? Schaut ihr doch. Ja. Moment, sie hatte auf der 19. Doch, dann würde sie treffen. Das sind nur 9 Schaden, du kannst aber parieren. Das kann man nicht, er hat doch eine Aktion blitzig find gemacht, eine Aktion schwer zugeschlagen. Du hast recht, richtig, gut aufgepasst, danke. Freies Ausweichen maximal.
Das will ich mal probieren. Mit Initiativeverlust. Klar, 4 Punkte Initiativeverlust und Ausweichen ist erschwert um Distanz aus der N 2 Punkte. Richtig, in der Magikain. Und er könnte Erschwernis haben, wenn er nicht vernünftig ausweichen kann, wenn hier nicht genug Platz ist. Also Ausweichen plus 2, richtig? Mach mal eine Ausweichen plus 2. Gerade so gelungen. Dann musst du nächste Runde, wenn du etwas anderes tun willst, außer freies Ausweichen weitermachen, dich erst einmal positionieren. Verlierst du Initiative durch das freie Ausweichen? 4 Punkte. Ja, 4 Punkte. Dann bitte von der 19 4 runter. Das war die 0. Jetzt kommt die 2. Die 2, das ist die bei Eldern. Die hatte, glaube ich, schon gewürfelt. Richtig, Eldern liegt schreiend am Boden. Ja, jetzt kommt die 4. Und die 4 ist die bei Chiaras. Ja. Und die schlägt auch zu. Ah, oh, fuck, ich hätte eine Finte ansagen sollen, ne? Ist egal. Hättest du können. Wie viel kriege ich für flankiert als Abzug? Sie ist nicht flankiert. Ich bin flankiert. Du bist flankiert? Von wem denn? Naja, ich stehe zwischen zwei Frauen da. Oder kriegt die Ritsch bekommen, sie, wenn sie beide einschlagen, Erleichterung. Sie kämpfen ja nicht beide gegen dich, sie kämpft ja hier gegen Abelmir. Und dementsprechend einfach nur plus minus null. Na gut, ich bin da. Ich glaube, das bringt nichts, das ist halt eine Würfel zu 20. Ja. Hab ich mir gedacht, alles klar, dann ist ihre 4 durch. Dann ist jetzt die 11. Jetzt kann Eldern ins Befleckte raustreten, das haben sie schon gemacht und sie haben für dich. Sie haben noch eine Aktion, wenn du willst, können sie nochmal zuschlagen. Ja, wenn die laufen und angreifen können und dann nochmal angreifen, dann klar, gib ihm. Einfach ans Kommando. Gut. Ahmad, willst du, weil du aktuell nichts tun kannst, das Falkenbanner übernehmen und die schützen? Machen. Dann kannst du die mal verwalten. So, Eldern, was tun die? Hacken? Ja, wie viele können die denn vor Dame denn angreifen? Vier Stück aktuell. Die anderen kannst du noch schicken, wie du willst. Ja, die wollen natürlich alle da mit der Alten ins Mini. Sechs Stück maximal. Ich weiß nicht, auf was die angreifen. Auf die 15. Ich nehme an, 3 Treffer. 1, 2, 3, jo. Sieht gut aus, dann kannst du nochmal dreimal auf sie einhacken. Wie gesagt, Wunden wird sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen, aber du kannst ihre Lebenspunkte nach und nach runterzergen. Oh, das sieht schlecht. Schon mal ganz gut aus. Jeweils plus 4, also 4 plus 4, ja, ja, 5 plus 4 und 6 plus 4. Wobei bei dem Rüstungsschutz, ja okay, dann bricht sie jetzt blutend, sprudelnd zusammen. Beschreibt die Situation. Ja, während Eldan mutig am blutend am Boden liegt, können Eldans Befleckte tatsächlich die Dame jetzt durch diese Ablenkung niederstrecken. Und brüllen dabei für Praios. Gute Männer. Okay. Ahmad, erzähl mal, was das Falkenbanner macht. Nehmen wir an, die ganzen Adlerbanner hier standen gerade eben am Fenster. Jetzt würden die Falkenbanner hier, weil hier die Tür ja irgendwie versperrt ist, hier mal aus den Fenstern rausgehen. Ja. Und hier kämpfen die ja noch? Die sind aktuell noch im Kampf mit 2. Das wird allerdings nicht so lange dauern. Wie gesagt, die bekommen keine Wunden, beziehungsweise könnt ihr einfach wegignorieren. Aber die Lebenspunkte müssen nach und nach runtergezerrt werden. Das ist das gleiche, wie es eben Eldans Befleckte hier auch getan haben. Rüstungsschutz von 5 bis 6 sind die Magdalenader schon ziemlich tanky. Also die dauern sind hier erst noch ein bisschen beschäftigt. Die sind okay. Gerade gebunden, ja. Dann würden die beiden Schützen hier mal auf den Oberboss hier schießen. Der macht bestimmt gerade irgendwelche finsteren Rituale, die den Leuten nicht gefallen. Ja. Er wirkt tatsächlich gerade ein Ritual. Ich denke, das wären 2 Treffer. Mhm. Schaden. 1 plus 4. Kurzbögen, ne? Rüstungs-Aua. Was für Bögen haben die Jungs denn? Wahrscheinlich Kurzbögen. Kurzbogen, ne? Dann ist W plus 4, ja. Also einmal 10 und einmal 7. Ja. Denk dran, dass da noch ein Punkt draufkommt, weil sie natürlich den Waffenbalsam aufgetragen haben. Dann kann er seine Wunden nicht ignorieren, aber er bleibt stehen. Und ich will mal ganz kurz gucken, wo der trifft. Oh, das Torso. Gibt noch 2. Das gibt Zusatzwunde. Alter, das Falkenbanner MVP, Adlerbanner MVP oder was? Das ist die beste Investition, die wir je getätigt haben. Das ist schon krass, ja. Ja, er bricht er geht auf die Knie mit blutendem Bauch, greift sich an seine beiden Pfeile und versucht sie mit einem tentakelwüchsigen Arm rauszubrechen, murmelt aber noch weiter. Das ist nicht gut. So. Ja, das Adlerbanner hier hinten, das da nichts machen kann, würde jetzt mal hier aus einem Fenster aussteigen. Ja. Das Adlerbanner hier hinten würde aus der Tür rauslaufen und ja.
würde dann wahrscheinlich da die Tür öffnen und dann irgendwo da stehen bleiben, weil sie sich nicht weiter bewegen können. Gut, dann sind jetzt die Humeria dran mit der 14. Ich möchte wohl ganz gern vorziehen. Kurze Frage, Sie haben weniger Inni, Sie haben, ja, was würden die tun, wenn ich jetzt nicht handle? Er hier kämpft gegen dich. Er möchte auch, also das werde ich jetzt einfach mal beschreiben, du kannst dann vorziehen. Er möchte dich auch angreifen. Die anderen nehmen ihn, beziehungsweise er nimmt ihn in Schutz. Der andere möchte nach hier hinten zurückweichen. Diese Prozession hier mit dem Schrein und dem Tuch dann bewachen. Okay, dann spare ich meine Parade auf und möchte vorher den Humeria vor mir gerne knacken. Dann machen wir einen locker flockigen. Ja, komm schon, 6er Wuchtschlag draus. Mit Yamish Aquam. Mit Yamish Aquam. Damit gehst du wahrscheinlich durch. Bis aufs Hummerfleisch. Oh ja. So, was oh, hattest du ja gesagt? Ein Wuchtschlag plus 6. Sie haben halbierte Parade. Der Wuchtschlag. Da kommt noch einer drauf von Waffen. Zählt Waffenbalsam auf Yamish Aquam? Nee, oder? Nö. Wird aufgesogen, abgestoßen. 48 auf die halbe Parade. Nee, der Wuchtschlag wird nämlich nicht verdoppelt. Stimmt. So, du hattest gesagt, ein plus 4 hattest du schon eingetragen, ne? Ein D6, wie ich ihm gesagt habe. Das heißt, wir ziehen einmal 4 ab, dann bist du bei 20. 20 verdoppelt sind 40 und dann plus 4 sind 44. Richtig? Der Wuchtschlag war plus 6, wir sind insgesamt bei 40. Ach so, ja, plus 6, nicht plus 4. Ich glaube, das würde er doch schon gerne parieren. Ist allerdings die Parade los, ich weiß genau, ist nur die halbe. So, Meria. Ich habe hier keine, ich hab hier keine Parade. Nee, Meria normalerweise nicht parieren. Komm, weißt du was, das kannst du durchkriegen. Also ich habe hier keine Parade aufgeschrieben, weil die haben einen Rüstungsschutz von 5 bis 6 natürlich. Und die werden einfach nicht parieren, die sind zu dumm. Die haben, ich glaube, eine Klugheit von 2 oder so. Die parieren ja nicht. Ich bin ja gerade eben schon in ihn reingelaufen, habe ihm schon irgendwie den Schädel ein bisschen aufgeknackt. Jetzt nutze ich die Gelegenheit nochmal, hiebe mit dem Schwert nochmal in dieselbe Kerbe hinein und zerreiße ihm den Hummerkopf komplett. Die 3 Meter große Kreatur, du kannst sie noch einmal erkennen, wie sie da vor dir aufragt. Du springst noch einmal und schlägst, teilst sie tatsächlich in 2 Teile, sodass dann beide Seiten zur Hälfte aufbiegen. Brechen. So, dann hast du eine Aktion aufgebraucht. Was mit der nächsten? Damit werde ich den Hummer parieren. Greift er mich an? Er wird mich angreifen. Das sind 2, ne? Beziehungsweise dieser hier greift dich an, der andere schützt den hier. Dann werde ich den doch parieren. Okay. Oder gegenhalten. Ja. Ja, parieren, gegenhalten? Ich halte ihn gegen. Gegenhalten. Gut. Gelungen. Mhm. Gut, ich habe die 15, er hat die 9, das sind 6 Punkte Unterschied. Ich habe nur 4 Punkte mehr Inni, das heißt, er gewinnt. Er gewinnt. Dann darfst du den halben Schaden machen und ich darf den vollen machen. Oder warte, nee, es geht auf die Qualität. Er hat maximal plus 5, ich habe maximal plus 8. Nee, ich habe doch gewonnen, sorry. Dann macht er den halben, sind 13, 13 halbe, 7. Ich kriege meinen ganzen, das sind 16. Trefferzone? Torso? 7 und Torso gehen nicht durch. Ah, hab ich mir gedacht. Ja, ich werfe mich in den wachen Arm rein, wenn er den anderen jetzt mit einer Hand ausholt und möchte dann direkt mal zuhaken. Ja, wie gut, dass er nochmal angreifen kann. Das ist okay. Diesmal nicht mit der Hellebarde, sondern diesmal... Ach nee, komm, er macht nochmal die Hellebarde. Vielleicht kommt er diesmal durch. 12. In den Garten. Torso. In den Torso, geht nicht durch. Was? Der Ritter. Der Ritter. Ich habe auch nur einen Torso 12. Also, gute Trefferzone, Frosty. Gut. Dann schlägt die Hellebarde, die er führt, mit seinen riesigen Händen. Die Scheren sind natürlich noch gewaltiger, ideal, um Panzer zu knacken. Schlägt noch einmal, es klonkt metallisch auf Metall. Und die riesige Hellebarde wird zurückgerissen, ein großer Riss, der jetzt in deiner Rüstung klafft.